Hallo allerseits, ich bin heute auf der eMove 360, das ist die Fachmesse für Elektromobilität in München und ich bin hier am Stand der ETH Zürich E-Tech. Da gibt es ein neues Motorrad, das vorgestellt wurde als Prototyp und das gestern sogar einen Award gewonnen hat für die Kategorie Studenten. Und ich lasse mir das jetzt gleich mal erklären. Ich habe hier am Stand den Martin Tanner von der ETH Zürich, der studiert im Bachelor Elektrotechnik. Dann habe ich hier den Marco Job, der ist im Masterstudiengang schon für Maschinenbau und den Samuel Rengli, der ist auch im Masterstudiengang schon für Maschinenbau und die sind hier maßgeblich an diesem Projekt beteiligt. Und jetzt wäre schön, wenn wir mal ein bisschen was erfahren zu diesem Motorrad. Das schaut ja hier relativ flott und sportlich aus und das ist irgendwie so 250 Kilo schwer, schätze ich jetzt mal. Ja, ist doch 300 Kilogramm schwer, aber... Ja, wir wollen da jetzt in einem zweiten Projekt eigentlich das verbessern und das Gewicht nochmal deutlich reduzieren auf etwa 200 Kilogramm. Und das Motorrad selbst, das ist elektrisch angetrieben, das dachte ich mir ja schon, wir sind ja hier auf der eMove und die Batterieleistung, die das Motorrad hier hat, die ist hier verpackt in einem Gehäuse Aluminium, glaube ich, zur Kühlung. Ja, also das ganze Gehäuse hier von hier vorne bis hier ist alles Batterien, das sind sehr dicht gepackte 18650 Zellen mit einer Gesamtkapazität von 15,6 Kilowattstunden. Und also das Aluminium hier ist nicht zur Kühlung, sondern mehr für die Ästhetik. Aber Aha. Die ganze Batterie wird aktiv ölgekühlt. Ölkühlt, das heißt, ja, genau. Wir haben hier dann einen Ölkühler wie bei einem normalen Motorrad, genau. Den wir hier mal zeigen können. Insofern erinnert das fast noch ein klein wenig an ein normales Motorrad. Aber die Besonderheit bei diesem Motorrad, bei diesem E-Bike, ist jetzt hier, dass das nicht nur einen Elektromotor hat, sondern zwei, und er zwei Nabenmotoren hat. Und warum macht man das mit den Nabenmotoren? Ja, das ist ganz einfach mit den Radnabenmotoren. Beim Bremsen in einem Motorrad verlagert sich ja der Schwerpunkt nach vorne und dadurch wird 80% der Bremsenergie am Vorderrad umgesetzt. Das heißt, all diese Energie würde verloren gehen. Aber wir nutzen genau eben diesen zweiten Radnabenmotor, um mehr Energie rekuperieren zu können. Das heißt also, die Rückspeisung in die Batterie ist hier sehr wesentlich. Genau. Und Sie nutzen den aber auch zum Antrieb. Genau, das nutzen wir auch zum Antrieb. Und natürlich mit zwei Antrieben eröffnet sich die Möglichkeit eines, kann man sagen, Torque Vectoring. Also man kann die zwei Motoren mit unterschiedlicher Drehzahl drehen lassen. Und das ist auch noch ein Forschungspunkt von unserem Institut, dass wir da eigentlich schauen, wie wir diese Steuerung von diesen zwei Motoren nutzen können, um dann wie ein aktives Fahren zu machen. Also ein bisschen die Fahrdynamik ein bisschen zu optimieren. Und wie ist die Motorleistung verteilt, vorne, hinten? Mhm. Genau, also vorne haben wir eine Spitzenleistung von 16 kW und hinten eine Spitzenleistung von 34 kW. Und die Idee eigentlich dahinter ist, dass wir ja im Vorderrad, also wir haben eine 15,6 Kilowattstunden Batterie und dann um nicht mit mehr als 1C, also eine C-Rate, eine Laderate von der gleichen Leistung, wie der Motor gibt, das nennt man 1C, also wir wollen unbedingt diesen Motor nicht größer haben, um dann die Batterien beim Rekuperieren nicht zu fest zu belasten eigentlich. Und Gesamtleistung ist dann ungefähr 50 kW. Genau. Das ist ja dann schon ganz ordentlich vom Motorrad her. Was entspricht das bei einem normalen Motorrad? Ich kann mir vorstellen, ein normales Motorrad mit echtem Motorantrieb ist nicht ganz so effizient bei der Beschleunigung. Das heißt, wir dürften dann vielleicht bei 80 kW rum rauskommen, beim normalen Motorrad im Vergleich? Ja, also ja, es gibt natürlich Motorräder mit viel Leistung, aber dieses Motorrad überzeugt natürlich mit dem Drehmoment. Also wir haben hier so circa für jeden Motor so circa 300 Newtonmeter Drehmoment und also das ist wirklich viel Drehmoment und also von der Beschleunigung her lässt das Motorrad nichts zu wünschen übrig eigentlich. Wie schnell sind Sie schon gefahren mit der Maschine? Also Höchstgeschwindigkeit sind wir nur 120 gefahren, aber muss ich sagen, es ist ein Prototyp, ist ein Forschungsobjekt, also wir haben da uns wirklich auch selbst limitiert, auch aus Sicherheitsgründen eigentlich, aber potenziell könnte man schon wahrscheinlich schneller fahren. Aber für ein Forschungsprojekt schaut es ja schon recht schick aus. Das Gehäuse hier, Kunststoff oder was ist das? Carbon wahrscheinlich, oder? Genau, das ist eine Carbonform, die wir selber laminiert haben, also
wurde selbst designt und laminiert. Und interessant ist vielleicht noch die Lampe hier vorne. Das ist eine 3D-gedruckte Lampe, die in die Carbonform herein laminiert wurde. Und genau, vom Design her ansprechen und passt sich gut so an die Form an, also an das Gesamtdesign. Dann haben wir hier ein Bedienpanel auf Basis ähnlich wie im Smartphone wahrscheinlich. Und Sie haben vorhin schon verraten, es soll auch hier in dem Bereich noch ein Armaturenbrett reinkommen. Also sowas Ähnliches zumindest. Also nein, wir haben bewusst kein Armaturenbrett verwendet. Also wir haben hier nur digitale Anzeigen. Also es gibt hier noch in der Form gibt es laminiert ein Glasfaserfenster, um eben genau die Signale wie GPS und Mobile durchzulassen, weil durch das Carbon würden all diese Signale abgeschirmt werden. Also, aber das sieht man natürlich nicht in der Form, aber das ist hier so rein laminiert. Aber genau. Ja. Gut, vielleicht können wir hier noch ein bisschen was erklären zum Motorrad, was wir hier für Komponenten haben. Ich bin ja nicht auch unbedingt der richtige Motorexperte, aber Sie können mir das bestimmt erklären, was wir jetzt hier haben. Das ist wahrscheinlich die Steuerbox, die Steuereinheit. Nein, das ist hier ein Inverter, also der macht aus dem Gleichstrom von der Batterie, macht der Wechselstrom für die zwei Motoren. Darum haben wir links und rechts zwei solcher Boxen. Dann hier oben drin haben wir die Niedervolt-Elektronik. Hier ist die, also Niedervolt-Elektronik und vor allem die Hauptsteuereinheit. Hier haben wir die Stromverteilung, also hier kommen zwei Leiter aus der Batterie raus. Der ganze Strom wird in dieser Box verteilt und hier unten haben wir vor allem Kabel und Kühlung eigentlich. Genau. Und wie lange arbeiten Sie schon an diesem Projekt? Sie sind ja jetzt im fünften Semester. Also ich bin im ersten Mastersemester. Und, das heißt, wie lange haben Sie vorher Bachelor studiert? Bachelor habe ich. Wir haben es tatsächlich die meisten haben es in 6 Semestern fertig gemacht, also normale Studienzeit. Aber ja, es war viel Arbeit. Wir mussten über 9 Monate haben wir dieses Motorrad eigentlich von Grund auf entwickelt. So Standardbauteile wie Bremsen haben wir natürlich zugekauft und Federteile, aber sonst haben wir eigentlich das meiste selbst entwickelt in einem Team von 16 Studenten. 16 Studenten? 16 Studenten, genau. Das heißt, da ist man jetzt einige Zeit dran gewesen und jetzt ist es lauffähig und jetzt wurde es präsentiert hier in München auf der Messe. Und hat dann auch hier tatsächlich den Award in der Gruppe der Kategorie Studenten gewonnen und wurde gestern Abend geehrt. Jetzt hier auf der Messe wird es dann eben gezeigt. Ah, hier ist der Award, den können wir jetzt hier auch mal zeigen. Sage ich mal herzlichen Glückwunsch dazu, ist ja eine reife Leistung. Dann studentisch und der Martin Tanner, das ist dann die nächste Generation. Ihr seid gerade dran, das nächste Motorrad schon zu planen. Genau, wir sind jetzt gerade in der Anfangsphase, so in der Konzeptphase. Wie man sieht, unsere Vorgänger haben einige Arbeit geleistet und ja, können sie wirklich sehr, sehr stolz darauf sein. Wir möchten das Ganze nochmals weiter pushen. Wir möchten, wie Sie bereits vorhin erwähnt haben, das Ganze vielleicht noch auch serientauglich machen. Momentan sind wir bei ungefähr 300 Kilogramm. Das Ganze sollte am Schluss 200 Kilogramm schwer sein. Zugleich 100 Kilometer mehr Reichweite. Und das können wir realisieren, indem wir wirklich sämtliche Komponenten im Haus machen, bei uns an der ETH. So beispielsweise, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Inverter hier. Was wir sehen, die haben sehr viel Volumen an der Seite. Unser Ziel ist es, diese Inverter direkt in die Motoren einzubauen, dass auf beiden Seiten diese Komponenten wegfällt. Wenn uns das gelingt, haben wir schon einmal hier sehr viel Platz. Die Batterie wird sicher auch noch kleiner. Hoffentlich, ja. Wir müssen schauen, wie wir das machen. Für die 15 Kilowattstunden, die wir haben, ist es sehr schwierig, aktuell Batterien kleiner zu gestalten. Unser Ziel ist es wirklich, sämtliche anderen Komponenten zu optimieren, erst einmal. Was die Batterie anbelangt, wir sind momentan bei einer Spannung von 120 Volt etwa. 120 Volt. Genau. Das Ganze pushen wir, wenn möglich, auf 400 Volt, vielleicht sogar höher. Das ermöglicht uns, sämtliche Kabel kleiner zu machen. Wir haben eine viel höhere Spannung, einen viel tieferen Strom. Was aber dann eine weitere Challenge sein wird, ist die ganze Sicherheit, der Sicherheitsaspekt mit High Voltage, was sicher eine Challenge wird. Aber was 400 Volt uns ebenfalls ermöglicht, ist direkte Anspeisung an ein 20 Kilowatt Ladegerät. Das ist so, dass wie wichtig das Projekt fakultätübergreifend ist. Sie studieren Elektrotechnik. Genau, ich studiere Elektrotechnik. Maschinenbau.
Und so sieht man eben, dass das Hand in Hand gehen kann, dass man heute so ein Projekt bei weitem nicht mehr nur als Einzelprojekt in einer einzigen Richtung bauen kann, sondern viele Sachen beachten muss. Gerade mit der Elektromobilität ist das eben auch wichtig. Das ganze Projekt wurde ja wahrscheinlich auch finanziert und unterstützt. Und hier sieht man auch die Sponsoren oder einen Teil der Sponsoren, die sich hier verewigt haben, habe ich mir vorher schon sagen lassen, die teilweise Material geliefert haben oder auch nur Geld dazu als Unterstützung geliefert haben. Und so ein Projekt ist eben doch nicht nur mit dem Hochschulhaushalt alleine machbar. Und genau, das Ganze überhaupt betreut. Sie machen das ja nicht nur als Student alleine, sondern wir haben hier noch Dr. Josef Meyer, der ist mehr oder weniger Betreuer oder Vater dieses ganzen Projekts, dieser ganzen Idee. Der ist von der Firma Inspire AG, das ist ein Technologietransfer. Sie haben, glaube ich, auch an der ETH Zürich Ihre Doktorarbeit gemacht. Richtig, und die Inspire AG ist ein Transferinstitut, das an die ETH Zürich angegliedert ist. Wir sind nicht direkt ETH Zürich, aber wir sind ein angegliedertes Institut. Und neben der ETH Zürich sind natürlich auch noch Industrieunternehmen beteiligt bei uns. Genau. Und so ein Projekt ins Laufen bringen, wie lange war das so Vorüberlegungen, sowas zu machen in Zürich? Ist das das erste Projekt, das Sie in der Art machen oder haben Sie da schon mehr gemacht? Fokusprojekte laufen an der ETH Zürich, ist ein Fokusprojekt, das ist ein Ausbildungsprojekt bei uns, die laufen schon seit längerem, also bestimmt schon seit 10 Jahren. Die Vorüberlegung ging eigentlich sehr schnell. Wir haben uns dazu entschlossen, ein halbes Jahr vor Start kann man sagen. Und dann geht das relativ schnell. Man wirbt Studenten an und wenn man Studenten hat, kann man eigentlich schon loslegen. Das heißt, Vorüberlegung, das war dann Anfang 2017? Anfang 2017, genau, sind wir gestartet. Da haben wir noch eine Studienarbeit gemacht dann auf dem Thema, wo wir so eine Machbarkeitsstudie geschaut haben, erstmal gerechnet haben, funktioniert das überhaupt, geht das? Und dann haben wir gesehen, das funktioniert und dann sind wir losgelaufen. Und wie war dann der Andrang von den Studenten? So wie man es gebraucht hätte, da viel zu viele oder zu wenige? Nein, er war genau richtig, sagen wir so. Es war genau richtig. Wir hatten so viele Bewerber, dass wir die guten auswählen konnten und wir mussten aber auch keinen vor den Kopf stoßen. Was schwebt Ihnen vor? Wie geht es mit dem Projekt weiter? Wir haben ja schon vorher gehört von einem der dreien, dass es jetzt das Folgeprojekt gibt. Da sind Sie ja sicher auch mit involviert. Ja. Und was schwebt Ihnen vor? Wann könnte sowas dann vielleicht sogar serienreif werden? Oh, serienreif ist natürlich immer schwer vorherzusehen. Was wir jetzt machen ist, wir haben ein paar technische Features, die wir noch verbessern wollen an dem Motorrad, weswegen wir mit einem neuen Projekt gestartet sind wieder. Wir werden zum Beispiel diesmal jetzt eigene Motoren entwickeln, wir werden die Inverter in die Motoren selber integrieren. Das ist natürlich schon ein großer Technologiesprung, auch der so am Markt noch nicht verfügbar ist. Für eine Serienreife mag ich schwer bezweifeln. Wenn man eine klassische Entwicklung von so einem Motorrad anschaut, glaube ich, vom ersten Prototypen bis zur Serie, wenn sie jetzt 5 Jahre vergehen, also sagen wir mal 5 Jahre, schätze ich mal, wird das schon noch dauern. Weil die Intention des Projekts ist ja anders. Das ist ja von der Uni für Studenten gedacht, um eben praktische Erfahrungen an einem lebensnahen, reellen Projekt zu machen, das wirklich interessant ist. Weil letztendlich ist es, glaube ich, das allererste Motorrad überhaupt, das jetzt hier irgendwo mal auf einer Messe zu sehen ist, das einen Zweiradantrieb hat. Genau, das ist wirklich das weltweit erste Motorrad mit einem Zweiradantrieb, also elektrischen Zweiradantrieb. Es gibt mechanische Lösungen. Was wir machen, ist wirklich Ausbildungsprojekt. Wir machen keine serienreife Produktentwicklung, sondern es ist wirklich Ausbildungsprojekt und das ist auch der Sinn von diesem Projekt. Deswegen auch ganz klar, ich kann es nicht sagen, ob das jemals in der Industrie umgesetzt wird oder nicht. Das müssten dann die Industriepartner machen, die das umsetzen. Aber trotzdem muss ich sagen, für ein Studentenprojekt, für ein Forschungsprojekt sieht das Ding schon sehr, sehr serienreif, sportlich aus und macht wirklich Spaß, sowas zu sehen. Und ich wünsche Ihnen hier viel Erfolg bei Ihrem Projekt. Und wie lange werden Sie das jetzt hier veranschlagen? Wie lange wird es dauern, bis die nächste Generation fertig sein wird? Die wird im Mai fertig sein. Also die Projekte laufen immer 2 Semester. Wir sind jetzt im September gestartet und Ende Mai muss das Projekt fertig sein. Das heißt, auf der nächsten E-Move sehen wir dann die nächste Generation. Ich halte die Daumen. Ich bedanke mich. Gerne. Danke.